So, ihr wisst ja, bei mir bekommt ihr die neuesten Neuigkeiten und das Thumbnail ist kein Clickbait oder sonstiges, denn ihr bekommt jetzt Spotify Premium für 3 Monate umsonst. Aber was wir genau dafür machen müssen, ist eigentlich nichts Besonderes, aber es ist natürlich mit Fortnite verbunden. Also ganz umsonst ist es natürlich wiederum nicht. So. Was müssen wir machen? Die ersten 3 Monate Spotify kosten, also warte, doch kostenlos für neue Spotify Premium Abonnenten über die Fortnite Crew. Was bedeutet das Ganze? Richtig, ihr müsst Mitglied sein bei Fortnite Crew. Wir gehen jetzt gerade noch mal ganz schnell zurück. Fortnite Crew kostet, ba, 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 zack, 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 11,99 im Monat. Bin ich da richtig? Wie könnt ihr das Paket abschließen? Ich weiß das genau. Ihr müsst nämlich kein Abo abschließen. Also, zum Beispiel hier, ich hab das als Abo drin, aber das müsst ihr nicht machen, denn ich habe das Ganze für meinen Sohn nämlich auch gemacht. Und das geht auch ganz normal mit einer PSN-Karte oder auch, sag schon, Nintendo-Karte. Also ihr könnt damit einfach auch bezahlen. Es steht zwar Abonnement, aber es ist in Anführungszeichen kein Abonnement. Also ihr habt nicht monatliche Kosten, nur wenn ihr das halt selber so einstellt. Ihr könnt das Ganze auch ganz simpel einmalig machen. So, gehen wir mal gerade wieder zurück. Zack, zack, zack. Einmal bam, bam, bam. So. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr mit einer PSN-Karte ganz simpel einlösen. Habe ich nämlich bei meinem Sohn auch probiert. Da haben wir es nämlich über PlayStation versucht mit PayPal. Das hat nicht funktioniert. Mit PaySafeCard hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Kind? Hier hast du einfach, ich kaufe dir den Battle Pass so. Aber dann haben wir es doch nochmal probiert und er konnte das Crew-Paket ganz normal mit der PSN-Karte kaufen. So, ab wann gilt das Ganze? Man muss halt aktives Mitglied sein. Ab dem 23. April. 23. April ist, um genau zu sein, nächste Woche Freitag. So, dann bekommen wir einen Code. Den können wir dann einlösen. Und dann haben wir 3 Monate kostenlos, in Anführungszeichen, Spotify Premium. Was ist der Vorteil von Premium? Wir haben natürlich alles auf einem Gerät, können wir jederzeit unsere komplette Playlist komplett runterladen. Wir haben keine Werbeunterbrechungen mehr. Also ihr könnt einfach Lieder hören, so wie ihr wollt. Jeder Song ist abspielbar, der auf Spotify auch natürlich verfügbar ist. Wenn er auf Spotify nicht verfügbar ist, ist logisch, kann man auch nicht abspielen. So, seid ihr bereits Anfang des Monats Teil der Crew geworden? Auch kein Problem. Wenn ihr zwischen dem 23. März und dem 23. April ein aktives Fortnite-Crew-Abonnement hattet, dann gilt dieses Angebot auch für euch. Also sollte euer Angebot, also euer Crew-Paket, ich sage jetzt einfach mal morgen ablaufen oder ist vorgestern abgelaufen, dann kriegt ihr diesen Code trotzdem. So, in welchen Ländern ist das verfügbar? Natürlich in Deutschland, sonst würde ich euch das Ganze natürlich auch nicht zeigen. So, dann, was ist, wenn die Monate enden? Dann ganz einfach. Ich sag's euch schon direkt, kündigt das Ganze frühzeitig. Heißt, wenn ihr das Ganze quasi am 23. April abschließt, dann kündigt das am, sagen wir jetzt einfach mal, 20. Mai, Juni, Juli. Also am 20. Juli. Damit die 3 Monate nicht überschritten werden, weil ansonsten kostet das Ganze nämlich weitere Euros, weil der fällige Monatsbetrag wird einfach in Rechnung gestellt, wenn wir eben nicht kündigen. Also, ihr müsst das auf jeden Fall vorher gekündigt haben, ansonsten verlängert sich das vorzeitig. Aber wir können das Ganze jederzeit kündigen. Hier die Internetadresse, wo ihr dann hingeht, werdet ihr euch natürlich unten in die Videobeschreibung machen und dann wird ihr das Ganze natürlich auch hinkriegen. Ihr könnt euch das alles nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Wenn Fragen sind, entweder stellt die Fragen im Livestream oder schreibt sie halt unten in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch damit wieder eine nette Information geben. Alle die, die kein Spotify Premium haben, können sich das Ganze jetzt mal für 3 Monate angucken. Aber denkt dran, wenn ihr schon Premium hattet oder habt, könnt ihr das Ganze nicht in Anspruch nehmen. Aber da sage ich ganz einfach, erstellt euch einen neuen Account. Habt ihr nicht von mir, sondern jo, so kann man es auch umgehen. Also solltet ihr schon mal Premium gehabt haben,
Dann erstellt euch einfach einen neuen Account bei Spotify und dann könnt ihr das Ganze natürlich trotzdem in Anspruch nehmen. So, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Gerne natürlich ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne auch unten rechts diesen netten Creator-Code eventuell eintragen. YT-Fanwerk. Grüße gehen raus und euch noch viel Spaß beim Leveln. Haut rein.